Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video heute. Ich wollte mal ein Video drehen zu den Judith Williams Produkten. Ich wurde bei meinem letzten Video, als ich diese Abschminkroutine gemacht habe, dazu befragt. Und viele haben gefragt, ja, Judith Williams habe ich schon mal gesehen, aber wie ist denn das so? Okay, habe ich mir gedacht, ich mache dazu einfach mal ein Video. Ganz kurz, also ich führe es jetzt nicht vor, ich zeige euch nur die Produkte. Gut, das eine oder andere kann ich vielleicht auch mal rausnehmen und auf den Handrücken drücken, dass ihr es ansehen könnt. Aber im Prinzip mache ich es jetzt nicht so. Ich habe es ja in meiner Abschminkroutine auch gezeigt. Da habe ich ja zum Beispiel den Cleansing Powder von Judith Williams benutzt. Ich habe euch ja gesagt, dass ich ihn eigentlich immer dann verwende, wenn ich ihn im Angebot einkaufen kann. Das habe ich getan. Ich habe hier den Karton. Also wir hatten ja letzte Woche die Judith Williams Woche, war es nicht. Es waren nur 2 Tage. Und Sonnabend und Sonntag. Und da gab es die Produkte wieder aus dem Beauty-Institut. Und die waren dann teilweise alle im Angebot gewesen, bis auf ein paar, die dann regulär verkauft werden. Aber eigentlich kann man an diesen Tagen bei Judith Williams auf HSE24 immer ganz gut zuschlagen. Und das habe ich dann auch wieder getan. Ich habe mir das Puder erstmal nachgekauft. Also es ist ein Cleansing-Puder aus der Serie Beauty-Institut. Ich habe es euch ja mal gezeigt in dem Video. Ich mache es mir ja in die Hand, mache die andere Hand ein bisschen nass, schäume das auf und gebe mir das ins Gesicht. Ich mache auch immer so 2 Waschgänge in meinem Gesicht. Das heißt, die erste ist einfach nur zur Reinigung und die zweite mache ich meistens, damit ich das Produkt nochmal einwirken lassen kann. Weil dieses Pulver ist eigentlich total super gegen unreine Haut. Es klärt die Haut, es beruhigt die Haut. Es ist, glaube ich, auch irgendwie Tonerde mit drin und ganz viele andere Stoffe, die auch gegen unreine Haut wirken. Und es ist auch porenverfeinernd. Also, wie gesagt, ich mag dieses Cleansing Powder total gerne. Ich wechsle dann immer mal hin und wieder, weil aufgrund dessen, weil es so teuer ist, habe ich immer mal wieder Wochen, wo ich mir was von Balea hole oder irgendeine andere Serie halt benutze. Und dann irgendwann merke ich so, oh, meine Haut, die könnte das jetzt wieder gut vertragen. Dann fange ich wieder an und nehme das Puder eine ganze Weile. Also wie gesagt, ihr könnt es aber auch mit dem Pinsel auftragen. Es ist so zusammen mit dem Pinsel gekommen. Man kann es dann also in die Hand geben, mit dem Pinsel aufschäumen. Die muss man also vorher nass machen und dann aufschäumen und auch mit dem Pinsel auftragen. Würde ich bei mir persönlich nur machen, wenn ich diesen zweiten Waschgang mache, wenn ich also meine Haut schon einmal gereinigt habe. Und aber mir ist es dann immer so ein bisschen zu wenig Produkt, weil man nimmt dann natürlich auch weniger, es schäumt dann auch extrem und man hat dann aber nicht so viel Produkt auf der Haut. Und wenn ich eine Wirkung erzielen möchte, eine reinigende oder porenverfeinernde oder klärende Wirkung, weil sie auch gegen unreine Haut ist, dieses Puder, dann muss ich schon ein bisschen mehr auf die Hand geben und das ist dann hinterher auf der Haut schon fast eine richtige cremige Konsistenz und wirkt dann wirklich wie eine Maske. Und es ist super. Ich kann euch dieses Cleansing Powder wirklich bei unreiner Haut oder auch bei anderer Haut, bei Mischhaut, wirklich empfehlen. Ich bin da schon seit Jahren total begeistert von. Ich nehme das jetzt bestimmt schon 3 Jahre oder so. Also es könnte auch noch ein Jahr länger sein. Es gab damals auch mal so eine Schüssel dazu. Das heißt, es gibt es auch immer noch, nur dann ist es wesentlich teurer. Wenn man das jetzt im Moment bestellt mit der Schüssel und dem Pinsel zusammen, bin ich, glaube ich, bei 10 Euro mehr. Und die Schüssel kann man aber aufheben und dann kann man das auch in die Schüssel geben, den Pinsel nass machen, aufschäumen, wie so ein Rasierpinsel ist das dann, und dann auf die Haut geben. Aber das muss jeder für sich ausprobieren und wie es halt auch jeder mag. Ja, das war einmal das Thema zur Reinigung. Also es ist das Cleansing Powder aus der Beauty Institute Linie. Ist spitze, geht einfach mal bei HSE24 rein. Die haben ja eine ganze Seite, da könnt ihr aufmachen, Judith Williams Produkte. Dann gebt ihr einen hier oder könnt ihr gucken, wo sind die Beauty Institute Produkte. Und dann könnt ihr euch unten noch einmal genau informieren, was ist halt der Inhaltsstoff von den Sachen, die ich gerne haben möchte. Und die Inhaltsstoffe werden auch unten immer angegeben. Das könnt ihr auch anklicken. Ihr könnt also genau ersehen, was kaufe ich dort. Ihr kauft nicht die Katze im Sack. Ihr könnt es euch wirklich durchlesen alles. Das war die Reinigung. Also wie gesagt, für mich absolute Spitze. Danach kommt immer in den Einsatz. Und da habe ich kaum was anderes, weil zur Abreinigung der Augen benutze ich das, das Micellenwasser von Garnier. Das ist total super. Aber wenn ich nachher meine Haut gereinigt habe und sie nochmal wieder pH-neutral machen möchte und auffrischen möchte, dann nehme ich jetzt schon bestimmt auch schon seit 2 Jahren den Pure Skin Refining Toner von Judith Williams aus der Beauty-Institut-Linie. Und dieser Toner hat 500 Milliliter. Das ist absolut mein Lieblingstoner und ich glaube, ich werde auch bald keinen anderen mehr kaufen. Ich habe ja auch gar keinen anderen mehr. Ich habe ihn jetzt erst wieder nachgekauft.
Er hält ungefähr ein halbes Jahr. Also man braucht von den 500 Millilitern ungefähr 2 Stück pro Jahr. Die Preise dazu schreibe ich euch alle unten in die Infobox rein. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Dieser Toner ist unheimlich erfrischend, auch unheimlich klärend, auch so Poren verfeinern. Also man hat wirklich das Gefühl, dass es einen teilweise schon wie ein Serum ersetzen könnte. Wirklich. Also wenn ich das drauf mache, dann habe ich eine Haut, die ist so gepflegt und durchfeuchtet. Das muss man ausprobieren. Also der kommt nicht so, der ist wässrig, aber wenn der rauskommt, dann sieht man, dass in dieser Flüssigkeit Wirkstoffe drin sind und irgendwie fließt der anders. Also das kann ich euch nicht anders erklären. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Also diesen Toner liebe ich und ich habe schon so viele Toner in meinem Leben ausprobiert. Mit 50 habe ich echt schon eine Menge durch. Und das hier, das ist echt mein Lieblingstoner. Wenn ich euch etwas auch empfehlen kann, ist es dieser Toner. Also die Reinigung mit dem Toner zusammen ist absolut spitze. Das ist dann so, ja, hop over the top, keine Ahnung. Den kann ich euch empfehlen. Preise kommen unten in die Infobox. Was ich auch gerne mache bei unreiner Haut, ist immer, das verwende ich schon ganz lange, ich habe die angebrochene Flasche jetzt in meinem Bad, ist ein Serum mit Glykolsäure. Es sind Kunststoffflaschen. Ja, ich finde das manchmal ein bisschen schade, muss ich hier an dieser Stelle mal sagen, weil ich bin eigentlich ein Fan von Glasflaschen. Und ich hätte es auch gerne in einer Glasflasche, aber das Serum ist so gut, ich kaufe es trotzdem, weil es wirkt einfach. Und zwar ist das das Even Complexion Control Serum mit 5% Glykolsäure, auch aus der Beauty-Institut-Linie. Ich habe mir hier mal ein paar kleine Notizen dazu gemacht. Ich muss mal schauen, wo ich das habe. Ich habe mir das nämlich mal rausgeschrieben. Ja, also bei der Glykolsäure ist es ja so, ich benutze es zum Beispiel bei der unreinen Haut. Man kann natürlich die Glykolsäure auch anwenden bei Altersflecken, wenn man die im Gesicht bekommt oder überhaupt so, wenn man viel Sommersprossen vielleicht hat, ist ja im Endeffekt auch dieselbe Situation wie bei Altersflecken. Und aber bei unreiner Haut ist die Glykolsäure unheimlich hilfreich. Ich muss sagen, ich komme mit diesem hier super klar. Es ist ganz sparsam anzuwenden. Ich mache es jetzt trotzdem mal auf. Nein, es ist zugeklebt. Entschuldigung, ich muss es dann erst hinten aufmachen. Es ist komplett versiegelt. Also in diesem Fall braucht ihr euch auch keine Sorgen machen, dass die Sachen irgendwie offen bei euch ankommen. Es ist eine ganz dünnflüssige Textur, aber ganz klar, so ein bisschen gelartig. Und ich verteile das zum Beispiel bei mir immer auf die Stirn und auf den Nasenrücken. Und an der Seite hier am Nasenflügel und auf das Kinn. Ich gehe damit nicht über meine Wangen, weil die Glykolsäure natürlich gerade da, wo man die empfindlichste Haut hat, hier im Wangenbereich zum Beispiel, da entwickelt sich bei mir schon eine leichte Koporose. Und da würde ich es nicht unbedingt empfehlen, denn anzuwenden. Das muss jeder mit seiner Haut erstmal selber abklären. Wie ist meine Haut? Wo kann ich es anwenden? Ich wende es auf der T-Zone an. Und zwar jeden Abend. Ich mache es nicht morgens, weil mit Glykolsäure ist die Haut lichtempfindlich. Und dann könnt ihr damit nicht unbedingt in die Sonne gehen. Dann solltet ihr einen Sonnenschutzfaktor verwenden. Und wenn ihr dann aus der Beauty-Institut-Linie die 24-Stunden-Creme verwendet, da ist auch ein Sonnenschutzfaktor 15, glaube ich, drin enthalten oder 20 sogar. Also wie gesagt, ein glykolhaltiges Serum, ziemlich klar, leicht gelartig. Kann ich bei jedem nur empfehlen, der unreine, zu Pickeln neigende Haut hat. Jeden Abend benutze ich das. Ich mache es mir jeden Abend drauf und ich habe auch schon mal schlimme Zeiten gehabt. Da habe ich es auch morgens verwendet. Aber das war dann im Winter, wenn ich wusste, okay, ich gehe jetzt nicht raus oder die Sonne scheint nicht. Aber im Sommer jetzt auf gar keinen Fall nur abends verwenden. Dieses Serum hat 60 Milliliter. Auch der Preis kommt unten in die Infobox. Das Serum kann ich bei unreiner Haut empfehlen. Also wie gesagt, ich habe ganz viele Produkte, die dann natürlich auch bei unreiner Haut sind. So, dann habe ich ja die Gesichtsmaske. Die habe ich ja letztens schon mal vorgestellt in dem Video. Das ist die Highly Active Enzyme Peeling Mask. Auch aus dem Beauty Institut aus der Linie. Die ist ja auch ganz, ganz klar, wenn die rauskommt. Das ist eine ganz klare, gelige Maske. Die hat auch Glykolsäure. Ich bin auch der Meinung, dass 5% drin enthalten sind. Wie gesagt, also es ist ein Enzympeeling. Es ist noch Papaya und noch irgendeine Frucht mit drin.
Ich muss mal gucken, habe ich es mir aufgeschrieben? Nee, leider nicht. Papaya, also ist wie gesagt 5% Glykolsäure und noch ein Wirkstoff aus dem Reis. Ich habe da mal nachgelesen. Also es gibt da die tollsten Informationen im Internet. Da könnt ihr das bei Google mal eingeben. Lest euch mal so bestimmte Wirkstoffe einfach durch, die hier bei Judith Williams in dieser Serie drin sind. Das hat schon einen Sinn. Es hat eine Anti-Aging-Wirkung, es hat eine reinigende, klärende Wirkung, es macht eine reine Haut, eine porenverfeinernde Haut, es macht einfach ein ganz, ganz klares Hautbild. Und ich finde, dass man das an meiner Haut auch wirklich sehen kann, dass ich diese Produkte verwende. Die sind nämlich super. Und ich werde diese Maske, die habe ich das erste Mal bestellt, ich habe sie jetzt schon zweimal angewendet, die werde ich mir immer wieder nachkaufen. Man muss halt nur immer schauen, die Sachen sind nicht immer verfügbar. Immer gucken, wann ist sie auf Sendung mit dieser Linie. Und dann muss man gucken, wie lange komme ich damit hin. Und reicht mir das das ganze Jahr, wenn ich kaufe davon zwei, je nachdem, welchen Artikel ihr mögt. Aber diese Maske, eine ganz reinigende Maske, also wie gesagt, macht eine ganz seidig weiche Haut. Wenn ihr die hinterher abnehmt, dann habt ihr wirklich ein ganz geklärtes Hautbild. So, das war die Maske. Ich habe mir natürlich noch eine Maske bestellt und zwar, die muss ich mal auspacken. Die habe ich noch nie benutzt. Da muss ich jetzt mal, da kann ich euch jetzt nichts zu sagen. Die kommt auch wieder super eingepackt und die kommt in einem Glastiegelchen. Und ich finde die Verpackung, ja, ich kaufe natürlich auch immer die Verpackung mit, na klar. Und wie gesagt, die kommt in einem Glastiegel, kann man hören. Das ist die, Moment, ich muss nochmal drauf schauen. Das ist die Superior Gold Mask. Die habe ich noch nie gehabt. Die enthält 20% Aloe Vera. Ich bin ja auch noch ein Fan von Aloe Vera. Ich habe auch immer ein Aloe Vera Gel, was ich mir nach dem Waschen in meine Haare mache, weil es einfach unheimlich viel Feuchtigkeit spendet und weil Aloe Vera als Pflanze auch noch ganz, ganz viele Wirkstoffe enthält, die super, super gut für die Haut sind. Ich habe auch mal vor vielen Jahren immer ein Aloe Vera Gel unter meine Tagespflege gemacht. Habe ich schon lange nicht mehr, weil es auch immer extrem teuer ist. Habe ich mir mal extra aus, glaube ich, Gran Canaria mitbringen lassen, die da diese ganzen Felder haben mit dieser Pflanze. Und hier ist auch noch Gold enthalten. Und wie gesagt, also, jetzt muss ich mal was dazu sagen. Sie wird als SOS-Maske angeboten. Das habe ich mir mal ein bisschen aufgeschrieben, weil sonst kann man sich das einfach alles gar nicht merken. Sie wirkt also wirklich sofort bei wahrscheinlich unruhiger Haut, bei gereizter Haut, allein durch die Aloe Vera natürlich, wirkt es sehr beruhigend. Es sind aber noch Wirkstoffe drin, und zwar Algen. Ich bin ja ein Fan von Algen. Ich kenne Spirulina, ich kenne Chlorella und diese ganzen Algenarten. Ich kenne Braunalgen, die Rotalge und diese ganzen Sachen. Und hier zum Beispiel ist drin Reistank, Rotalge und Braunalge. Genau das, was ich auch kenne. Und diese Algen, da müsst ihr mal wirklich euch eine Seite aufmachen bei Google, was Algen machen und warum die im Moment so in der Kosmetik eingesetzt werden, weil da sind ganz viele Aminosäuren drin, Vitamine, Spurenelemente und Zink und Kupfer, Mangan, und das sind alles so Wirkstoffe, die für die Haut natürlich eine ganz, ganz super Wirkung haben. Und ich bin total gespannt auf diese Maske. Also ich habe mir vorgenommen, heute Abend noch ein Video zu machen. Ich stelle jetzt jede Woche ein Video rein, wo ich mir eine Maske auftrage und jedes Mal eine andere Maske. Bei dieser Maske war auch ein Pinsel dabei. Man trägt sie also mit dem Pinsel auf. Ja, ich freue mich schon total darauf. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Es soll, wie gesagt, ein ganz erfrischendes Hautbild natürlich machen. Logisch. Und es wird wahrscheinlich ein ganz beruhigendes Hautbild machen. Und durch die vielen Aminosäuren, Vitamine und Mineralstoffe bekommt man dadurch diese Algen natürlich eine ganz, ganz tolle Haut. Also da bin ich jetzt schon, ich bin der Meinung, jetzt schon davon überzeugt, weil ich die Inhaltsstoffe kenne, weil ich mich damit beschäftigt habe und weil ich sie ja aus meinem Beruf heraus kenne, dass ich sagen kann, wenn die auf meine Haut kommen, ich werde es euch zeigen. Ich mache das Video dazu und ein Vorher und Hinterher und dann könnt ihr genau sehen, wie sehe ich danach aus. Ich freue mich schon total auf diese Maske. Also das ist, wie gesagt, die Superior Gold Mask. Und auch aus dem, ob die jetzt aus der Beauty-Institut-Linie ist, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Steht jetzt nicht drauf. Normalerweise steht das immer drauf. Aber wie gesagt, kommt in einem Glastiegel. Es sind übrigens auch 100 Milliliter. Ich bin der Meinung, dass das eine Sondergröße jetzt war. Ich glaube, die hat sie schon mal vorgestellt. Da waren nur 50 drin oder so. Ja, das war das. Und jetzt habe ich noch ein einziges Teil.
Und zwar, das ist das DNA Helix Serum. Und zwar ein Age Repair Serum. Ich zeige euch das mal. Ich nehme es jetzt aber aus der Verpackung raus, da ich es ja sowieso jetzt anwenden werde. Nur ich wollte euch auch mal die Verpackung zeigen. Es kommt also immer alles in einer super hübschen Verpackung. Kann ich nicht anders sagen. Es ist immer ein tolles Packaging. Also ich mag es sehr gerne. So, das ist dieses hier. Mal gucken, ob ihr das so ein bisschen erkennen könnt. Ich versuche das mal so zu drehen. Da ist so spaßeshalber innen drin so eine Spirale eingebaut, die dann so im Prinzip ja, die DNA-Helix nachbilden soll. So, damit man ungefähr weiß, welches Serum habe ich vielleicht auch in der Hand. Also ich mache es jetzt aber einfach mal auf, weil ich bin jetzt auch neugierig. Ich möchte es mir jetzt mal auf die Hand machen. Mal ein paar, müssen ein bisschen pumpen, weil es ist ja noch nicht angewendet worden. So, und jetzt kommt es. Und jetzt kommt ein ganz festes Gel fast raus. Also das flutscht nicht weg. Das ist wirklich fest. Oh ja. Ich weiß gar nicht, das ist so wie Gelatine. Habt ihr schon mal so Gelatine, wenn die anzieht? Ja, so ungefähr ist das. Ich mache das jetzt mal hier auf meinen Handrücken. Ich möchte mal sehen oder fühlen, was das überhaupt für eine Wirkung hinterlässt auf meiner Haut. Und ich mache es jetzt auf die andere Hand auch nochmal. Ja, das ist also wirklich zäh. Das ist nichts, was so richtig dünn ist, sondern das ist so eine richtige gelige Textur, relativ fest und macht eine ganz weiche Haut erstmal. Also ich werde es probieren. Ich denke mal, dass es auch sehr viel Feuchtigkeit spenden wird. Ich werde es mir hier unterm Auge mal auftragen. Ich mache das einfach mal. Ich möchte mal wissen, auch aufs Make-up jetzt, gehe ich einfach mal und tupfe mir das hier aufs Auge auf. Mal gucken, ob mein Make-up das hier mitmacht und was meine Augen machen. Es ist ganz kühl auf der Haut. Also es macht so eine ganz, also, ja, ganz, ganz erfrischend. Zieht auch sofort ein. Ich nehme noch mal ein ganz kleines bisschen, was hier dran hängt. Ja, es ist ganz gelig, also wirklich auch fest dabei. Man kann das regelrecht ziehen. Also das finde ich schon mal sehr gut. Das heißt, es flutscht einem nicht so weg und ist dann irgendwo, ja, weiß ich auch nicht. Ja, es macht jetzt ein ganz kaltes, also es wird ganz kalt um die Augen rum. Es wird ganz kühl. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch unheimlich gut gegen Schwellungen. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Ich werde es auch mal im ganzen Gesicht anwenden und gucken, was passiert. Ich bin total gespannt. Ich freue mich schon auf dieses Serum. Und ja, das war so mein Video zu Judith Williams Produkten. Ich wollte schon bald sagen, Judith Williams Haul.